Das Komplizierte liegt an der Art des Brandgutes, insofern, dass Brandnester tatsächlich tief sich reingefressen haben, auch in den aufgeschichteten Sperrmüll. Wir vermuten, dass es eine Selbstentzündung war von einem Lithium-Ionen-Akku, sich in einem Hauchwerk von einem Baumisch oder einem Sperrmüllhaufen befand. Und die Mitarbeiter waren dabei auch gar nicht involviert, sondern...